Ja, du bist auf dem großen Parkplatz? Ja, genau. Darauf bin ich stolz, den habe ich gemacht. Mit Papa zusammen. Deswegen muss ich hier auch den Kaffee bringen. Schaut wirklich ganz gut aus. Ist zwar nicht komplett dasselbe. Aber hey, die besten Köche sind Männer. Ja, ist so. Hier ist mein Bolch drin. Haben Sie die Kamera schon an? Was geht? Willkommen bei mir zu Hause. Alles gut? So, ja, alles gut so. Ja, bei mir ist jetzt noch momentan ruhig daheim, ne? Ist halt noch keiner da von den Kids und so. Die kommen erst alle. Ja, genau. Hier Familie Michel. So, meine Frau kommt. Ich höre sie. So, Aufmachung. Hier ist die Chefin. Komm rein, David. Also ich zeig dir mal hier ein bisschen die Wohnung, ja? Genau. Das wäre das Schlafzimmer, wo ich schon alles hergerichtet habe. Genau, da müssen wir dann später mal einrichten alles. Genau. Komm, ich zeig dir ein bisschen die Wohnung. Hier, eine kleine Rundtour. Genau, hier ist der Bereich von meiner Frau. Ihr Arbeitszimmer quasi, ne? Wir haben kein Wohnzimmer. Darauf bin ich stolz, den habe ich gemacht. Mit Papa zusammen. Da haben wir die Heizung versteckt. Ja, und die Idee war von meiner Frau. Genau, dann gehen wir weiter. Da sind mein ältester Sohn, das Zimmer von meinem ältesten Sohn. Der hat hier auch alles. Alles, was er braucht hier an. Zum Zocken halt, ne? Perfektes Frühlingsersatz. Ja, genau. Achso, da haben wir noch die Kleinen. Guck mal. Babykatzen. Deswegen ist hier so warm, weil die sind, das ist ja so Nacktkatzen, die sind ja keine Haare und so. Und ja, genau. Deswegen. Die sind aber noch alle in der Schule. Hier eine kleine Bildergalerie. Das müssen wir dann auch zusammen umhängen. Ich möchte hier quasi die Bilder vom Kämpfen und hier nur Familienbilder. Und das jetzt ist momentan ein bisschen zusammen. Das sind meine ersten Bandagen von Top Dog, also von meinem ersten Fight quasi. Die habe ich aufgehoben und eingerammt. So, genau. Hier ist von den Jüngeren, von den zwei Jüngeren auch. Jeder hat einen PC hier. Der hat eine PlayStation 5 geschenkt bekommen. Ein bisschen unordentlich bei denen natürlich, bei den zwei Kleineren. Ja, Bad, Küche. Genau, das ist mein Bereich. Hier bekoche ich meine Familie, meine Kids auf jeden Fall, ja. Und zwar Leute, hier, wir zeigen euch heute ein paar Einblicke aus meinem alltäglichen, sage ich mal, alltäglichen Tagesablauf oder wie ich sagen soll, ohne Training jetzt, ja, weil ich koche für die Kinder, meine Frau arbeitet von zu Hause aus, sie macht Haarverlängerung, Extensions, da versorge ich die Kinder. Nebenbei trainiere ich auch noch, wenn ich in der Vorbereitung bin, aber jetzt ist momentan mit dem Training eh ein bisschen ruhiger, genau, und wir nehmen euch einfach mit auf einen kleinen Vlog aus meinem alltäglichen Leben quasi, aus dem Alltag, ja, also let's go, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Meine Frau arbeitet ja von zu Hause aus, ne? Die macht Extensions und ja, es ist ja so, dass ich überhaupt allein ihr das zu verdanken habe, dass ich ja den Sport weiterhin quasi komplett ausüben kann, ja, ohne nebenbei arbeiten gehen zu müssen, weil natürlich ist es so, dass ja auf mein Verdienst, sage ich mal, es auch gar nicht möglich wäre und auch wenn ich würde ja nur ich verdiene ja nur, wenn ich kämpfe, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht kämpfe, ja, oder keinen Kampf habe, mich verletze oder so, dann würde ich ja nichts verdienen, ja. Und deswegen könnte ich auch monatlich das alles auch gar nicht stemmen, ja, ohne nebenbei arbeiten zu gehen. Und deswegen, und meine Frau zahlt halt natürlich die Miete, das Leben von uns, ja, von uns und den drei Kindern. Deswegen, deswegen muss ich hier auch den Kaffee bringen. So, Chefin, Kaffee. So, packen wir's, jetzt gehen wir einkaufen auf jeden Fall. Gestern hättest du dabei sein müssen. Gestern habe ich aufgekocht, Nudelsalat habe ich gemacht. Bolch, eine russische Rindersuppe, Bolch habe ich gestern gemacht. Der ist heute, den werde ich heute essen, der ist am zweiten Tag noch besser. Gestern habe ich
bestimmt 3 Stunden in der Küche gekocht, hey, den ganzen Vormittag. Ja. Aber heute machen wir was Kleines. Schaut's denn eigentlich aus mit Top Dog? Du hast doch erwähnt gehabt, dass du im Dezember nochmal fliegst. Ja, da möchte ich jetzt auch hinfliegen. Also im Dezember ist ja nochmal Top Dog 26, ne? Top Dog 26, da kämpft Kratos gegen Doktor. Das ist quasi ein Ausscheidungskampf. Der Gewinner von den beiden kämpft gegen Naim um den Titel, ja? Genau, und das ist also Kratos und Doktor. Kratos steht auf Nummer 1, Doktor auf Nummer 2, ich bin auf 3, Naim ist Champion. Und wie gesagt, die 1 gegen die 2 kämpft, wer der Herausforderer vom Titelträger wird. Und der verliert, der soll gegen mich kämpfen, ja. Also der Verlierer aus diesem Kampf. Deswegen ist es für mich auch interessant, da dabei zu sein und eventuell auch direkt mit dem Verlierer dieses Kampfes ein Face-to-Face noch im Heu in Moskau zu machen. Ja? Das ist so der Plan, beziehungsweise ja, so habe ich es auch jetzt vom Management und so mitbekommen, ja, dass es eben so geplant wird für nächstes Jahr, dass dann ich quasi gegen den Verlierer aus dem Kampf kämpfe. Ja? Und ja, ich natürlich 3 gegen 2, wenn ich auf Platz 3 bin gegen 2, ja, und mal gucken. Somit kann ich mir dann schon mit dem Kampf dann wieder eine Titelherausforderung vielleicht wieder sichern, ja. Und wenn Naim dann immer noch Champion ist, kannst du in einem Kampf 3 kommen, ja. Aber normalerweise ist ja bei mir immer so, ich stehe in der Früh auf, gehe ins Training, trainiere, nach dem Training gehe ich kurz einkaufen, nach dem Einkaufen eben kochen, ja. Danach ist eher so ein Chill-Out-Modus, ja. Und dann geht es zum zweiten Training. Aber jetzt ist ein bisschen anders alles, weil ich, wie gesagt, ja, Training ist jetzt ein bisschen lockerer, eher wenig. Genau, deswegen habe ich viel zu Hause aufgeräumt, den Keller mal leer geräumt, alles zum Wertstoff hochgebracht, weggeschmissen, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir Spaghetti haben, aber auch wenn. Eine Spaghetti-Packung mehr oder weniger macht es auch nicht aus. Die geht bei uns auf jeden Fall weg. So, hier gibt es die mit 7% Fett oder mit 15. Wir nehmen natürlich die mit 7, damit die Kinder auch gesund essen. Einkauf erledigt. Jawohl. Kinder werden versorgt. Noch einen kleinen Abstecher. Jawohl, genau, zum WM müssen wir, wie gesagt, für die Frau Tiefenreinigungs-Shampoo draufziehen. Die hat mir auch, wie das ausschaut, aufs Handy gemailt. So, wollt ihr mal hören, was sie sagt? Serioschka, kannst du mir bitte bei der M den bitte holen? Ich brauche das dringend für die Kundin, die jetzt gleich kommt. Also wenn du dann jetzt... Also, ihr wisst Bescheid, wer die Kunde denn hier versorgt. Aber hier bei Lea Tiefenreinigung. Schaut wirklich ganz gut aus. Ist zwar nicht komplett dasselbe, auch wie auf dem Bild, aber was anderes gibt's nicht. So. Tiefenreinigung. Ja, ich sehe schon. Ich habe auch Hunger langsam. Ich hätte auch schon was essen. Nur meine Frau kriegt davon nichts. Ne? Weil meine Frau ist vegetarisch. Für die muss ich immer extra kochen. Aber heute nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Richtige gekauft haben. Aber ich glaube schon. Wir haben eine Kamera dabei, nicht erschrecken. Hallo. Ist das richtig? Ja, perfekt. Schau dann das so. Ich versorge doch immer deine Kundinnen. Ha? Wie gesagt, die Küche ist mein Reich, ne? Aber ich koche echt sehr gerne, ja, weil vor allem auch in der Vorbereitung und so, dann weiß ich, was drin ist. Und weiß auch. Was ich da reinmache und was ich koche. Genau. Sind mal deine Kinder während deiner Vorbereitung noch das gleiche, was du isst? Jein. Also ich schaue, dass ich natürlich, wenn ich dann
dass ich auch mehrfach koche, beziehungsweise wenn ich was für mich extra mache, ja, und das schmeckt ihnen jetzt nicht wirklich, ja, dann schaue ich schon, dass ich dann für die auch halt sowas Einfaches dann noch mit dazu mache, ja. Aber das meiste essen sie eigentlich mit, weil ich mich eh sehr ausgewogen einfach ernähre, ja. Von daher, und wie gesagt, ich schaue halt dann, wenn ich in der Vorbereitung bin, jetzt brate ich zum Beispiel die Sachen an auf Olivenöl oder auf pflanzlichem Öl. Aber wenn ich dann in der Vorbereitung bin, dann schaue ich, dass ich das auf Kokosöl zum Beispiel mache, ja. Und genau, das essen die Kinder dann auch ganz normal mit, ja. Also jetzt nochmal zur Top Dog Prospect. Ja. Top Dog Prospect. Kannst du uns nochmal erklären, was das genau ist? Also Top Dog Prospect wird ja jetzt Top Dog Prospect 15 wird jetzt am Sonntag wird die Veranstaltung quasi übertragen. Und genau, findet eine Veranstaltung eben von Top Dog statt. Und das ist Top Dog Prospect. Da fangen die Leute an, das ist genauso wie Top Dog. Nur das ist mit MMA-Handschuhen. Also da wird mit MMA-Handschuhen gekämpft. Und die Leute, die sich dort quasi beweisen können, ja, also die dort einen guten Kampf und eine gute Performance abliefern, ja, die können sich dann weiter für Top Dog eben qualifizieren oder dann halt eben auch zum Top Dog rüberwechseln und dort dann kämpfen ohne Handschuhe daneben. Aber hier wird mit MMA-Handschuhen gekämpft, genau. Wie kamst du dazu, dass du nicht bei Top Dog Prospect mitmachen würdest, in Anführungszeichen? Naja gut, bei mir kam es ja ganz anders. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie bei Prospect oder sonst irgendwo angefangen. Ich habe die angeschrieben einfach. Ich habe ja Top Dog einfach angeschrieben. Und gut, ich meine, natürlich dadurch, dass ich mir jetzt schon irgendwo einen Namen aufgebaut habe, ja, vor allem mit den Amateurszeiten, ja, mit der Olympia-Qualifikation, habe ich mir natürlich auch gute Chancen ausgerechnet, dass Top Dog das sieht, ja, und da Bock drauf auf mich eben hat, ja, und mich da zu einem Fight eben einladet und ich da jetzt nicht irgendwie bei Prospect oder so anfangen muss, ja, genau, und so war es dann ja auch im Endeffekt am Ende, ja. Und zwar gleich gegen den Champion haben sie mir den ersten Fight geboten, ja. Jetzt habe ich zwei Kämpfe bei Top Dog und beide quasi den Champion, ja. Sind meine Haare okay? Ich habe ja seit 3 Jahren oder so, glaube ich, die Haare. Ja, 2-3 Jahre. Ich habe ja immer Glatze sonst immer gehabt, ne. Komplett Glatze. Das ist eins der schnellsten Gerichte, die ich mache, ja. Eins der schnellsten und einfachsten. Aber das ist das, was die Kinder am liebsten essen, ne? Spaghetti, Bolognese, geht schnell und die Kinder essen es. Was hast du denn sonst noch in deinem Repertoire? Ach du, wie gesagt, Borsch. Hier, Borsch. Pass auf. Hier ist mein Borsch drin. Der ist heute auf Tag 2. Auf Tag 2 wird er noch besser schmecken, ja. Also der ist, warte mal, ich hier kurz. Warte mal. Komm her. Pass auf, hier Borsch. Also richtig geil. Rindersuppe mit, ja, Rindersuppe halt, mit Rinderfleisch, ja, mit Knochen, also richtig geil. Und heute, wie gesagt, ist der schön gezogen, den habe ich gestern gemacht, ja. Der wird heute noch besser schmecken. Den haue ich mir später rein. So, wer kocht bei dir daheim, du oder deine Freundin? Aber hey, die besten Köche sind Männer. Die ganzen Sterneköche und so, weißt du, gibt es selten irgendwie eine Frau, ja? Und auch im Fernsehen, Gordon Ramsay. Ja, freilich. Weil die ist halt, wir machen es halt richtig, wie man es braucht, also richtig mit Schmackes, ja. Das ist so sein muss. Genau. Wir lassen uns doch Zeit und machen das mit, ich mach's vor allem mit Liebe, ja. Für meine Kinder, wie gesagt, das ist die Belohnung, ist dann deren Liebe und wenn es dann schmeckt, dann freue ich mich umso mehr. Ich meine, Top Dog ist aber auch ganz gut bekannt, also in Deutschland, ne, so vor allem
wenn ich mir jetzt auch mein Instagram und so angucke, natürlich durch Ringlight, ja, durch den Edmund, ist das durch seine Community habe ich natürlich sehr viele Fans und Anhänger gewonnen, ja, die natürlich Top Dog feiern. Und Edmund macht ja das schon seit längerem, dass er auf Top Dog-Kämpfe eben reagiert, ja. Und ich hier als erster Deutscher eben, ne, bei Top Dog, das feiern dann die Leute natürlich ganz krass und bleiben natürlich jetzt an mir auch dran, ja, was ich halt auch extrem krass feiere, ja, dass da der Zuwachs bei mir sich so enorm gewachsen, ja. Deswegen, das ist ganz cool und vielen Dank an Ringlife hier an der Stelle. Ich habe so Bock auf dieses Streamen, ne? Mir auch die Kämpfe selber angucken und so, auch Prospect jetzt selbst zu gucken. Ich krieg's ja bei mir live, bin ja schon angemeldet auf bei mir auf dem PC und so. Das zeige ich dir dann später. Echt geil, also hab ich übelst Bock drauf, ja. Ja, schauen wir uns gleich an. Vor allem halt Sonntag, ne? Das ist Sonntag, 17 Uhr werde ich streamen. Sonntag 17 Uhr, das ist halt perfekt, ne? Was machst du Sonntag 17 Uhr? Gar nichts. Da bist du daheim auf der Couch, ja? Und das ist ideal, also. Leute einschalten dann auf meinem YouTube-Kanal. Wir richten das heute alles ein. Und dann Sonntag wird gestreamt, ja? Top Prospect. Prospect 15 ist das, genau. Ich habe mir jetzt die Fightcard angeguckt. Ich glaube 385 Kilogramm. Also drei quasi Paarungen aus meiner Gewichtsklasse, ja? Werden dort kämpfen. Mein Geheimtipp für die Bolognese, damit, das mache ich natürlich in der Vorbereitung nicht, Zucker. zwei Esslöffel Zucker auf so eine Pfanne. So, ja, in der Vorbereitung tue ich auch oft für mich nur selber kochen, weil ich dann auch sehr wenig oder bis kaum Salz natürlich verwende, ja, damit der Körper nicht extra Wasser speichert. Dann schmeckt es natürlich nicht so für die Kinder, ne? Das heißt, im schlimmsten Fall kochst du dreimal Zeit. Ja, tatsächlich habe ich schon nicht einmal, dreimal gekocht, ja. Ja, aber gut, ich schaue halt dann natürlich, dass ich für die Frau jetzt zum Beispiel, ich habe für die Frau auch Bolsch gemacht jetzt, ja, aber halt ohne Fleisch. Da habe ich dann einfach das rausgenommen quasi, also ich habe das Fleisch extra gekocht und den Bolsch extra, ja, und danach das Fleisch quasi zu dem Hauptbolsch rübergekippt. Und für meine Frau extra noch was gelassen, ja, so damit sie halt ohne Fleisch und genau essen kann. Ja, aber ich schaue schon, dass ich auch die Frau ein bisschen versorge, ja. Oder ihr wenigstens dann was hole dann. Kommt sie essen? Timur, kommst du essen? Komm, ich mach dir jetzt drauf, Timur. Okay. Adam ist mit Papa. Einer wenigstens. Also mein mittlerer Sohn, der ist noch nicht da, der ist in Traunstein auf der Schule. Und der hat immer länger, der kommt erst immer um 3 oder so. Genau, 3:30. Genau, der ist in Traunstein auf der Schule, also der muss mit dem Bus fahren. Anna, du magst essen, ne? Jawohl, Papa hat auch Hunger. Adam, schmeckt das Essen von Papa? Das war gerade von 1 bis 10. Was würdest du sagen? 10 von 10? Maschine! Er sieht einfach aus wie ich ihn klein. Ich habe genauso ausgeschaut wie er. Genauso, ich schwör's euch. Das ist einfach eine Kopie von Papa. Jetzt mit den kurzen Haaren vor allem. Das ist erledigt. Gegessen Hammer. Oh. Hoppa. Geh mal weiter. Oh, schauen wir uns meine Streaming-Geschichte an. Jetzt installieren wir mal hier alles für den Stream, Leute. Genau. Ja, kann man nicht. Ja. Dann schauen wir mal, dass das Ganze läuft hier. David ist am Machen. Wir haben mal die Plätze getauscht. Ich darf filmen. Hey Leute, ihr habt ja jetzt meinen Vlog gesehen, deswegen abonniert meinen Channel, lasst mir einen Kommentar da, wie ihr das findet und vor allem schaltet am Sonntag live in meinen Livestream ein. Ich habe mir hier, wie ihr seht, ein kleines Setup, ein Streaming-Setup eingerichtet und werde für euch Top
Prospect 15 von Top Dog auf eure Bildschirme live nach Deutschland senden und eben das Ganze mit euch gucken. Deswegen schaltet ein und seid mit dabei. Würde mich sehr freuen.